mithilfe von KI in Canva richtig schnell und einfach Content erstellen, Content-Ideen und konkrete Textvorschläge für deine nächsten Social-Media-Designs kreieren, vorhandene Texte umschreiben oder auch passende Fotos und Elemente für deine nächsten Canva-Designs finden. All das ist inzwischen schnell und einfach möglich mit der Unterstützung von KI direkt in Canva. Ich zeige dir, wo du die Funktionen finden kannst und wie du diese zeitsparend für dich anwendest. Log dich also schon mal in deinen Canva-Account ein und wir starten gemeinsam los. Im ersten Step brauchen wir natürlich irgendein Design, das wir wiederverwenden wollen. Ich gehe jetzt hier einfach mal auf Social Media und wähle mir einen normalen quadratischen Instagram-Beitrag aus, denn du kannst dich natürlich zum Beispiel auch an Canva-Vorlagen bedienen und diese ganz individuell weiter bearbeiten. Ich gebe jetzt hier mal bei dem Design 3 Tipps ein, denn ich möchte einen Karussellbeitrag erstellen mit 3 Tipps, die ich geben möchte. Und da findest du in Canva eben auch schon die unterschiedlichsten Vorlagen, die du verwenden kannst, unter anderem auch von mir, denn ich bin auch Canva Creator. Das heißt, ich erstelle auch Canva Vorlagen direkt für Canva, die du dort finden kannst. Unter anderem zum Beispiel ist das auch eine Vorlage von mir. Dort, wenn du einmal draufklickst, dann kannst du hier auf 5 Seiten anwenden gehen, dann wird komplett der Karussellbeitrag erstellt. Oder aber natürlich kannst du dir auch nur einzelne Seiten in dein Design rüberziehen. Ich gehe jetzt hier einfach mal auf 5 Seiten anwenden und dann landet hier wirklich eben mein 5-seitiger Karussell-Slider in dem Design. Und ich kann das Ganze natürlich individuell weiter anpassen. Und jetzt haben wir inzwischen eine richtig coole Möglichkeit, wie uns auch die KI in Canva bei der Content-Erstellung bzw. Neugenerierung von Content behilflich sein kann. Und zwar hast du bestimmt schon davon gehört, dass es in Canva Magic Write gibt. Das ist ein Tool, vergleichbar wie ChatGPT, natürlich ein bisschen in abgespeckter Form, das dir bei der Content-Erstellung wirklich hilfreich unterstützend zur Seite steht. Und zwar, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ja, ich möchte Yoga-Tipps geben, aber ich möchte vielleicht ein paar andere Tipps haben als das, was schon hier in der Canva-Vorlage verwendet wird. Ich möchte das Ganze etwas abändern. Dann haben wir folgende Möglichkeiten. Und zwar, ich kann jetzt hier einfach mal auf der Seite 2 auf den ersten Tipp geben, der hier ausgewiesen wird. Ich klicke mir hier auf meinen Text. Das kann ich natürlich jetzt auch in einen anderen Text verfassen. Ich klicke mir den Text einmal an und finde dann hier dieses Untermenü Magic Write. Dort kann ich einmal draufklicken und habe jetzt die unterschiedlichsten Möglichkeiten, mir diesen Text neu generieren zu lassen. Ein kleiner Hinweis, Canva Magic Write kannst du auch schon als Canva Free Nutzer verwenden, also in der kostenlosen Canva Version. Allerdings steht es dir da maximal nur für 50 Textgenerierungen zur Verfügung, danach nicht mehr. Also das erneuert sich auch nicht mehr nach einem Monat, sondern als Canva Free Nutzer kannst du Magic Write maximal 50 Mal benutzen. Ja, und du siehst jetzt hier zum Beispiel, wir haben die Möglichkeit, einerseits Brand Voice anwenden zu klicken. Und Brand Voice bedeutet, du hast jetzt die richtig coole neue Funktion in Canva, dass du unter deinen Markenunterlagen auch deine Brand Voice hinterlegst. Das heißt, deine Markenstimme, wie klingt deine Marke? Duzt du? Siehst du? Ja? Willst du eher umgangssprachlich mit den Leuten kommunizieren, deine Texte damit schreiben oder soll es eher formell sein? Ja, und das kannst du hinterlegen in Canva in den Markenunterlagen, die unter anderem eben auch in der Canva Pro-Version richtig cool zur Verfügung stehen. Dort kannst du hier auf der Startseite bei den Markenunterlagen eben nicht nur dein Logo hochladen, deine Farben hochladen. Wie das alles funktioniert, habe ich dir schon mal in einem vorangegangenen Canva-Tutorial gezeigt, sondern du hast jetzt eben auch die Möglichkeit, wirklich deine Markenstimme dort zu hinterlegen. Und das hat eben auch den Hintergrund, dass du dann nachher bei Canva Magic Write wirklich immer auf diese Markenstimme zurückgreifen kannst und die KI, in dem Fall Magic Write, genau weiß, wie deine Markenstimme sein soll, wie die Texte generiert werden sollen. Ja? Also hier siehst du Brand Voice anwenden. Wenn du das tun möchtest, solltest du natürlich im ersten Step hier unter deinen Markenunterlagen, wenn du Canva Pro-Nutzer bist, auch deine Markenstimme hinterlegen. Ansonsten kannst du natürlich auch gerne meinen Affiliate-Link verwenden, mit dem du Canva Pro mal 45 Tage kostenlos austesten kannst. Und dann kannst du hier natürlich sagen, okay, ich möchte jetzt die Brand Voice anwenden und dann wird wirklich der Text hier neu generiert anhand eher von der Markenstimme, die ich hinterlegt habe. Ja, das Ganze wird persönlicher, das Ganze wird eher wirklich für dich passend generiert,
von Canva Magic Write. Du hast aber natürlich hier nicht nur die Möglichkeit, wenn wir wieder auf Magic Write hier draufklicken, Brand Voice anwenden zu gehen, sondern du kannst das Ganze auch weiterschreiben lassen. Also wenn du hier auf Weiterschreiben klickst, dann wird dir ein weiterer Text generiert. Das Ganze wird hier wirklich länger. Also wenn du hieraus zum Beispiel einen längeren Beitrag erstellen möchtest, kannst du natürlich hier auf Weiterschreiben gehen. Welche Möglichkeiten haben wir noch? Und zwar, wenn wir wieder draufklicken, siehst du hier auch Text zusammenfassen. Also sofern du einen längeren Text hast, du hast dir im Vorfeld Gedanken darüber gemacht, was du gerne hier auf deinen Karussellbeitrag an Text platzieren möchtest und dieser Text ist noch einfach zu lang, ja, der wird für den Karussellslider einfach zu lang, dann hast du natürlich die Möglichkeit, hier auf Text zusammenfassen zu klicken. Auch die Möglichkeit, auf Neu schreiben zu klicken, dann wird einfach der Text nochmal neu generiert. Und hier hast du auch noch die Möglichkeit, eben auszuwählen, das Ganze soll ein bisschen unterhaltsamer werden vom Wording her oder sogar auch formeller. Ja. Und bei Feenstaub verstreuen ist es so, wenn wir hier einmal draufklicken, dann siehst du, dann wird hier ein bisschen ja, mehr mit Worten gespielt wie wundersam. Ja, schenke deinem Körper eine kleine Auszeit, sanfte Aufwärmrunde und so weiter. Ja, also das Ganze wird ein bisschen magischer, sage ich jetzt mal, generiert. Das sind die Möglichkeiten, die du von hier aus direkt hast, auch schon wirklich deine Texte mit Hilfe von Magic Write neu generieren zu lassen und natürlich hier auch die Rechtschreibung korrigieren zu lassen. Wir haben aber noch viele weitere coole Möglichkeiten, mit Hilfe von der KI jetzt hier den Beitrag noch weiter individuell anzupassen. Und zwar, wir finden hier unten den Canva Assistant. Und dort, wenn du einmal draufklickst, siehst du hier auch einerseits Magic Write und dort, wenn du draufklickst, dann kannst du hier wirklich einen komplett neuen Text generieren lassen anhand von dem Content, den du hier, beziehungsweise dem Prompt, den du hier eingibst. Also ich könnte zum Beispiel auch sagen, ich möchte jetzt komplett neue 3 Tipps für Yoga haben. Dann kann ich hier 3 Tipps für Yoga eingeben, gehe hier auf Erstellen. Und dann bringt mir nämlich Canva Magic Write wirklich komplett 3 neue Tipps, die ich jetzt hier natürlich dann auch in meinem Karussellbeitrag verwenden könnte. Ganz wichtig, immer nachkontrollieren. Das Ganze ist mithilfe von einer künstlichen Intelligenz erstellt worden. Also schau da wirklich, dass du dein eigenes Wording reinbekommst, das Ganze nachkorrigierst. Aber nimm das als Gedankenstütze. Du siehst jetzt hier, erster Punkt, finde deine Atmung. Das heißt, wir könnten hier dann auf dem ersten Slider anstatt aufwärmen zum Beispiel Atmung reinschreiben und uns dann diesen Text natürlich korrigiert in unserer Sprache, ja, wie wir es verwenden wollen, dann hier abändern. Ja, also so kannst du ganz schnell und einfach auch diese 3 Tipps zum Beispiel mit neuem Content füllen. Was können wir noch tun hier drüben unter dem Canva Assistant? Wir haben hier nicht nur Magic Write zur Verfügung, sondern uns bringt auch die KI in Canva jetzt hier auch schon unterschiedliche Grafiken, die gegebenenfalls zu unserem Design passen könnten. Du siehst jetzt hier, das sind so Ornamente. Ja, wenn ich sage, ich möchte jetzt zum Beispiel diese Lotusblüte nicht in meinem Design haben, dann könnte ich das Ganze zum Beispiel austauschen durch ein solches Element, das ich natürlich hier dann auch farblich einfärben kann. Das ist noch eine Hilfestellung, wo ich hier auch wirklich meinen Content abändern kann. Was ich noch tun kann, ist Folgendes, wenn ich mir hier wieder den kompletten Beitrag einmal im Hintergrund anklicke und gehe wieder auf meinen Canva Assistant, dann finde ich hier jetzt zum Beispiel auch zu deinem Design passende Fotos oder ich klicke mir jetzt hier mal die zweite Seite an, gehe auf den Hintergrund und gehe auf den Canva Assistant und hier sehe ich dann eben auch, es werden mir unterschiedliche Fotos vorgeschlagen, die ich dann auch austauschen kann. Also ich sehe zum Beispiel, dieses Foto würde auch gut für meinen Tipp passen, dann klicke ich mir einfach einmal dieses Foto an und kann dann natürlich diesen Fotorahmen in diesem Canva Design auch einfach austauschen mit dem neuen Bild. Ich klicke mir hier wieder meinen Hintergrund vom Design an, gehe wieder auf den Canva Assistant und habe dann auch die Möglichkeit zu sagen, ich gehe auf alle Anzeigen und dann siehst du, was passiert. Es geht hier in der linken Menüleiste ein Design auf, beziehungsweise gehen hier alle möglichen Fotos auf, die die KI von Canva für ja passend für mein Design erachtet. Also du siehst, es sind alle möglichen Yoga-Bilder, die ich hier verwenden kann und somit ganz schnell und einfach natürlich mein Canva-Design neu erstellen kann und komplett andere Bilder austauschen kann, die aber auch gut zusammenpassen. Ja, also so kannst du wirklich auf diesem Wege ganz schnell und einfach mit Hilfe der KI in Canva entweder vorhandene Canva-Vorlagen anhand von deinem Brand-Design anpassen und natürlich anhand von deinen Texten anpassen, die du gerne drin haben möchtest,
Oder du nimmst natürlich alten Content von dir, den du in Canva erstellt hast, und tauschst damit ganz schnell und einfach mit MagicWrite-Unterstützung zum Beispiel dann eben auch die Texte aus und hier mit dem Canva Assistant die Elemente, die du verwendet hast, und Fotos, die du verwendet hast, aus. Haben dir die Tipps weitergeholfen? Schreib es mir gerne in die Kommentare und schau dir gerne als nächstes dieses Video an, denn da gibt es noch viel mehr Input zum Thema Canva und KI. Ich hoffe, wir hören und sehen uns nächsten Montag und bis dahin wünsche ich dir ganz viel Spaß bei deiner Content-Erstellung.